Oh my God. It's your boy, Lucky P. Ich habe jetzt 2 oder 3 Overwatches nach dem letzten Fall gemacht und habe schon wieder einen mit Knife und sogar mit Handschuhen. Hier ist schon ein bisschen Mehrwert dahinter als sonst. Also so ein Flip-Knife-Kammer-Doppler ist, glaube ich, nicht so günstig. Und dann noch diese Handschuhe. Also hier ist es mittlerweile echt richtig viel Geld im Bild. Ich weiß die Preise nicht auswendig, aber da ist doch, ich sag mal, eine gute 3-stellige Zahl, oder? Also alleine dieses Flip-Knife sollte schon so 200, 300 Euro kosten, oder? Wenn er jetzt irgendwie einfach blatant reinhackt, dann wäre ich wirklich baff. Also absolut baff. Mit so einem Inventar. Beziehungsweise mit solchen Skins. Es wird Anubis gespielt. Das ist, glaube ich, so bei mir die Overwatch-Premiere. Sie schauen sich an. Wahrscheinlich unterhalten sie sich. Der hat eine richtig sweete AK, habe ich eben gesehen. Irgendwie geht keiner auf B. Wobei B durchgegangen sein könnte. Und dann eben gesagt hat, ey, vor B ist niemand. Geht alle auf A. Also, der eine kommt reingeschlappt. Oh ja, ja. Der hat schön genascht. Was steppen die denn da so rum, wie brutale Dödel? Aha. Also, das sah jetzt fast so aus wie, hey Mate, da rechts steht einer. Ich weiß, dass er da steht. Geh mal hin und taser den. Uff. Oh, er danced sogar. Die Leiche, guck mal, die Leiche geht ab. Die haben die Teebeutel den gerade. Der letzte kommt angelaufen. Achtung. Ich meine, der ist halt auch gesteppt wie ein Ochse. Da war die Problematik nicht vorhanden, ihn zu killen. Oder zumindest schon mal Pizza feiern. Aber dennoch, guck mal, der eine hat auch ein Knife. Also die zwei scheinen Mates zu sein, Emu und er. Ich spule mal ein kleines Stück, dass sie ja nicht nur am Spawn rumstehen. Wäre dann übrigens auch Griefing, wenn sich das nochmal wiederholen sollte. Oder eben eine längere Zeit anhalten sollte. Oh, von unten weggenudelt. Und da eine schöne Containment Breach auch am Start. Also die Spielweise ist schon mal sehr merkwürdig. Er bleibt hier immer mal wieder hängen an Dingen. Er bleibt einfach stehen. Er dümpelt da mit dem Kollegen rum. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sein Pre-Aim irgendwie mördermäßig krass ist. Er bewegt sich generell irgendwie voll so dödelig halt rum. Also mit den Skins, ich würde alleine schon von den bisher gesehenen Sachen sagen, dass das doch mindestens, ich habe halt keinen Plan, was die Handschuhe wert sind und was das für Handschuhe sind, aber es sind doch mindestens 500 Euro. So, das Knife, die Handschuhe und diese Containment Breach. Ja, obwohl, ich glaube, die ist generell nicht so teuer, ne? Krass, wirklich. Also, falls sich jetzt jemand fragt, wie ich das hinbekomme mit diesen Knives, ich bin selbst komplett platt, dass ich auf einmal so, ich habe jetzt den dritten Fall in relativ kurzer Zeit mit Skins. Ich habe sonst immer nur Kackfälle. Ich mach's jetzt so, dass ich immer, wenn ich in CSGO bin, auch wenn ich nachts noch am Rumwurschteln bin, Skins rumtrade, am Arbeiten bin, sonst wie, wenn ich irgendwie dran denke, mache ich geschwind in Overwatch. Also ich lade es kurz runter und gucke geschwind rein. Und zwischen diesem letzten Overwatch, das war glaube ich auch einer mit dem Knife, und dem hier lagen maximal 2 komplett vercheatete. Also an die ich mich zumindest erinnern kann. Ich mach die an und sehe, ah, der guckt auf den Boden und gibt nur Headshots, dann spule ich durch und lass das Spiel einfach im Hintergrund durchlaufen und drücke ihm danach dann alles, ne? Okay. Ja, und jetzt habe ich hier schon wieder einen am Start und das ist, glaube ich, bis jetzt mein dickster Fall. Also was das Geld angeht. Endlich! So, komm, dann schlapp mal durch, du Dödel. Das war immerhin jetzt ein ganz sweeter Sprung, ja. Kopf angestoßen, aber die Map ist auch ein bisschen krepelig. Mitte ist keiner. Er aimt aber trotz... Ist das Spiel stehen geblieben? Nee, es läuft noch. Er aimt eine ganze Weile da rein. Obwohl überhaupt niemand da ist. Ich spule ein Stück, er schießt einfach ins Nichts. Flasht Mitte. Und jetzt kommt jemand... Nee, der ist unter ihm, der ist unter ihm. Passt auf, jetzt kommt jemand dazu. Er weiß, welche Ecke er abzuaimen hat, wobei die Mates den Gegner auch dahin gedrängt haben. Also, wenn sie sich gut unterhalten, dann kann man das auf jeden Fall vermuten, dass da jetzt gleich einer kommt, weil die Mates eben sagen, der rennt da weg, pass auf von rechts. Aber dieses lange Gelaufe, ohne überhaupt die Maus zu bewegen, das geht mir irgendwie nicht richtig rein. Ich mache das auch manchmal, wenn ich halt irgendwie schnell was esse oder was weiß ich, mir ins Gesicht greife, mich irgendwie kratze oder sowas oder was trinke, dann nehme ich meistens, was ja auch echt eine dumme Idee ist, die Maushand, ne, und laufe halt dann nur mit den Tasten. Ja, ich meine, im Moment scheint das wohl auch nicht extrem ernst zu nehmen. Steht 7-2, sie haben die Schnauze auf jeden Fall vorne. So, passt auf. Er ist sich jetzt auf einmal sehr sicher, dass Mitte, obwohl einer gesteppt ist und neben ihm steht, so weit frei ist, dass er einfach loslaufen kann. Also das ist wirklich, ha, jetzt bleibt er wieder stehen. Typisch Gauner-Move. Eine ganze Weile. Also, egal was man ihm sonst noch drücken möchte, aber Grief ist mittlerweile wirklich drin. Er bleibt so oft stehen und gammelt rum und macht nichts. Also den Grief, den kann man ihm schon da mal reinpressen. Das Team verliert zwar deswegen nicht, aber das geht natürlich nicht, ne?
Schon wieder, steht da rum und guckt sich sein Knife an. Ich spule ein bisschen. Er steht und steht und steht und steht. Jetzt bewegt er sich. Wo er seine Mates ein bisschen auf die Nase bekommen. 4-3 übrigens. Vielleicht verlieren sie die Runde jetzt. Ja, das war... Also er wirkt ja komplett verstrahlt. Jetzt piekt er rein und sein Mate läuft doch da. Also genau dort läuft der Mate. Er muss also überhaupt nicht reinpicken, weil der Mate jederzeit Gegner aufdecken würde, die sich da befinden. Es sah jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber so hätte ich wohl auch reagiert. Ich drop runter und guck rein, sehe keinen, spring hoch und dann will ich sofort wieder reinpicken, weil ich ja eben im Wasser gehört wurde und dann wahrscheinlich jemand kommt. Also, ja, das haben sie wieder alle gelegt, okay. Also dafür, dass er so verstrahlt ist, sich andauernd irgendwie irgendwo hinstellt, nichts macht, die Hand von der Maus nimmt und in Positionen reinaimt, an denen überhaupt kein Feind ist, sondern seine Mates schon laufen, für diese ganzen Sachen weiß er dann doch ziemlich gut Bescheid. Ich meine, die Shots an sich sind dann kein Problem, ne? Auch das war eben komplett normal. Mhm. Er hat auch eine ganze Weile jetzt so von da hinten reingeaimt, falls sie ihn rushen. Den hat man rennen gehört. Natürlich guckt er halt nach hinten, okay. Also jemand mit einem Wallhack und einer nicht so guten Trigger-Disziplin hätte wahrscheinlich beim ersten Mini-Peak reingeschossen. Er hat das nicht gemacht. Also man hat kurz 15% des Gegners gesehen, dann ist er zurück und hat sich dann erst voll gezeigt und dann hat er auch geschossen. Und der No-Scope ist ihm in die Hose gegangen. Es ist nicht leicht, es ist echt ein guter Fall. Und ich bin sehr gespannt, was ihr hierzu meint. Haut wie immer in die Kommentare rein. Und ich werde dann im nächsten Video sagen, wie ich den letzten Fall behandelt habe. Jetzt überlege ich gerade, habe ich hier was aufzulösen? Weil ich glaube, den letzten Fall, den habe ich direkt im Video selbst noch aufgelöst, weil es dann doch so obvious war, ne? Ja. Ich habe jetzt hier aber einen kleinen Trick auch das Profil dieses Herrn mal ausbaldowert und wir schauen uns auch mal geschwind gemeinsam jetzt sein Inventory an. Extrem viel Verschiedenes liegt hier nicht rum, aber immerhin sind die einzelnen Sachen dann doch für sich alleine ziemlich fett. Also ich würde einfach mal schätzen, dass es sich so um die $750 handelt, wenn man alles zusammenzählt, so plus minus. Und das würde ich sagen, ist echt ein dicker Haufen. Das ist für mich zumindest mein wirklich fettester Fall, was den Skin oder den Inventory Value des Suspects angeht. Wirklich heftig. Gut, dann drücke ich ihm jetzt das, was ich denke, was er hat oder auch was er nicht hat. Vielen Dank natürlich fürs Zuschauen und für eure ganzen Kommentare und Likes, im Speziellen eben die ganzen Mutmaßungen und so weiter, was er wohl gemacht hat und so. Es ist echt spannend, da immer wieder durchzulesen, vor allem, weil dann die Meinungen so extrem weit auseinandergehen. Dann sehen wir uns im nächsten Video und hier natürlich noch ein ganz großes Dankeschön an meine Patrons und Kanalmitglieder. Ich freue mich immer wieder, dass ich euch habe. Es ist sweet und gut. Later!